Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Kippenbam, dies ist das Spielemagazin und wir sind in Dover. Es ist das dritte Rennen der Playoffs zur Xfinity Series und ich habe die ersten zwei Rennen großartig vergeigt. Im ersten Rennen bin ich Neunter geworden, im zweiten nur Fünfter. Das ist alles nichts, denn auf dem Weg zur Meisterschaft wäre es schön, wenn ich etwas erfolgreicher wäre, dann müsste ich mir auch weniger Sorgen machen, ob es denn reicht oder nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass jetzt hier auf diesem Oval sich meine bis jetzt doch ziemlich tadellose Reisereste, die jetzt zwar ein paar Flecken bekommen hat, aber sich hoffentlich wieder reinwaschen lässt. Mal schauen, weil irgendwann mal muss ja auch mein Glück wiederkommen. Und jetzt fangen wir doch erstmal damit an, dass wir schauen, ob wir die Zeitvorgabe erreichen. Wir erreichen sie nicht. Aber das Auto fühlt sich zumindest mal schnell an. Hoffentlich ist es nicht nur ein Gefühl, sondern lässt sich auch in harten Zahlen messen. Tut es nicht. Das verspricht alles sehr, sehr interessant zu werden, dieses Saisonfinale. Ich habe so das Gefühl, dass mir die Strecken, die jetzt gerade kommen, nicht gerade in die Karten spielen. Und ich noch größere Probleme bekommen könnte. Naja, so wird es natürlich nicht. Okay. Das läuft wirklich nicht gut. Leute, es läuft nicht gut. Alright, driver, dig. Schlecht. Ich habe einfach auch so ein bisschen eine Pechsträhne. Mir passieren einfach Sachen, die mir sonst in der Form so nicht passieren oder zumindest nicht in den entscheidenden Momenten. Alright, that's our run. Backer now. Boah. Scheiße. Nein, ich verspiele meinen ganzen Vorsprung, den ich hatte. Ich war so gut. 15 Rennen gewonnen. Way Black Jr. hatte irgendwie Schwierigkeiten. Joe Gaze musste seinen Motor wechseln. Und der Austin Cindric hat die Pole geholt. Und ich einen grandiosen 19. Platz. Alright now, be smart out there. Going green. Be ready here. Versuchen wir das Beste draus zu machen. Mal sehen, ob das in irgendeiner Form reicht. Clear. So, das war jetzt zumindest mal ein schöner Move.
fürs ganze Rennen. Windschatten. Careful, still there. Ein zweiter halbwegs schöner Move. Top 3, use it if you need it. Inside. Aber ihr seht, das kann nichts werden. Ich kämpfe jetzt schon förmlich am Kämpfen. Das wird ganz, ganz schwierig. Hold your line, driver. Inside. Clear low. You got room. You're clear. Platz 13. Da habe ich mich schon ein bisschen verbessert. Ich bin weit davon entfernt, hier eine überzeugende Leistung abrufen zu können. You're all clear up top. Das war knapp. Still back. You got room, you're clear there. Das war nicht minder knapp. Still there. Immer noch Platz 8. White flag, big driver. Letzte Runde. Looking inside now. Bottom's clear. So, Platz 6. Das ist grundsätzlich ja alles nicht schlecht. Aber ich befürchte, es bringt mich nicht weiter. Scheiße. Okay. Wir schauen uns trotzdem die Wiederholung einmal an. Weil eigentlich war es ja kein schlechtes Rennen. Ja, also von Platz 19 auf 6 ist jetzt per se nicht so schlecht. Und auch wenn ich jetzt hier 1, 2, 3 Kontakte hatte, war es jetzt einfach nicht so katastrophal wie manch anderes Rennen, das ich dieses Jahr schon hatte. Aber ich habe in dieser Session irgendwie kein so gutes Händchen. Das muss man einfach zugeben. Aber immerhin sind keine gröberen Sachen passiert. So gesehen ist grundsätzlich erstmal alles okay. Langsam vorgearbeitet hier auf Platz 13 und Platz 12. Kurzum, alles gut. So, jetzt schauen wir mal, welche Auswirkungen das hat. Race Earnings. Geld gibt es auf jeden Fall. Ist schon mal gut, 63.000. Ich bin auf Platz 4. Ich rutsche immer weiter runter. Ich habe zwar immer noch am meisten Punkte von allen, aber ich glaube, ein Sieg ist das Einzige, was mich wirklich weiterbringt und mich dann auch in Sicherheit wiegen kann. So, ja, jetzt schauen wir halt mal, was wir da noch so tun können. Immerhin bin ich mal weitergekommen in die Runde der letzten 8. Das ist ja schon mal gut.
So, 63.000 Dollar und 5.000 neue Fans. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass du bereits einer meiner 5.000 Fans bist. Und hier steht es ja auch, Pornorale Advances to the Round of 8 in der Xfinity Series Playoffs. So, meine Lieben, dann schauen wir doch mal. Dafür gibt es auf jeden Fall ein Kompliment. Dann gibt es hier ein Video. Yes. Whatever you're doing, don't stop. Keep it rolling. Ja, das mache ich doch glatt. Und dann Jeremy Clements, ja, next round to the playoffs. Check this video. Nice job at advancing in the next round of the playoffs. Keep it up. Yes. Dafür gibt es auch ein Kompliment. Justin Allgaier. Another day, another dollar. Congrats on making it to the next round. You'll be a champion in no time. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Oh, jetzt geht's ja ab, du. Don't lose focus, ja, Christopher Bell. Ja, beim Justin. Hm. Was? Ich hab jemand aus dem Rennen genommen? Justin Haley? Daran kann ich mich nicht erinnern. Daran kann ich mich nicht erinnern. Chase Briscoe. Hab ich den schon wieder abgeschossen? Ach, ich verstehe das alles nicht. So, jetzt schauen wir mal weiter. Wie es aussieht, das war das Rennen 29. Uns steht das nächste Rennen bevor. Ihr habt ja gesehen, ich habe eine kleine Schwächephase. Es wird also hauptwahrscheinlich relativ knapp, relativ spannend. Bleibt dabei, mehr Tipps kann ich euch nicht geben. Morgen geht's weiter. Mein Name ist Captain Bam. Dies ist das Spielemagazin und ihr seid die Besten. Bis morgen. Ciao. We'll be right back.